Ein RJ45-Stecker an ein Verlegekabel anschließen. Und wie einfach das geht, zeige ich euch in einer neuen Folge von Jörg erklärt's. Ich möchte heute einen RJ45-Stecker an ein Verlegekabel anschließen. Mir wurde freundlicherweise von der Firma TS Networks hier so ein Stecker zur Verfügung gestellt. Und dieser kommt jetzt so geliefert, wie wir hier sehen. Haben wir jetzt hier unseren Stecker, eine Schutzhülle befindet sich daran und hier eine Abdeckung, ein Kabelmanager und ein Kabelbinder. Und natürlich noch eine Bedienungsanleitung oder Montageanweisung in Deutsch und in Englisch. Sehr schön ausgeführt. Der Stecker ist Kategorie 6A ausgelegt und bis 10 GB Übertragungsrate. Das ist ganz ordentlich. Und was das Gute an diesem Stecker ist, dass man hier Patch und Verlegekabel anschließen kann, und zwar mit unterschiedlichen Durchmessern. Der Durchmesser geht quasi von 6 mm bis 9 mm Kabeldurchmesser, und der Kontakt erfolgt über bewährte Schneidklemmtechnik. Also die hat sich quasi jetzt immer bewährt, diese Technik. Für die Montage ist eigentlich nicht viel notwendig. Ich benutze dafür einen Seitenschneider, eine Zange, quasi einen Maker und noch hier so ein Abisolierwerkzeug. Wie schon gesagt, Link zu diesen ganzen Geschichten unten in der Videobeschreibung und noch einen Zollstock. Und als erstes werden wir jetzt hier unsere Abdeckung an den Kabeldurchmesser anpassen. Der Kabeldurchmesser ist hier etwas dicker bei meinem Verlegekabel, und darum werden wir jetzt hier einfach mal was abknipsen. So, dann werde ich jetzt mal hier zwei Kunststoffstege hier entfernen. Klack, und jetzt ist das natürlich auch schon unserem Kabeldurchmesser angepasst, und jetzt können wir den auch schon aufs Kabel aufschieben. Ihr seht, geht hervorragend, und schieben erstmal hier dahinter. Das ist immer ganz wichtig, dass wir das als erstes ausführen, denn wenn wir das vergessen, müssen wir die ganze Geschichte nochmal von vorn aufrollen. Als nächstes werde ich jetzt hier an meinem Kabel 3 cm anmeckern. Das ist eine gute, so, damit ich ungefähr weiß, wie weit ich hier abisolieren muss. Und jetzt kann ich hier mein Abisolierwerkzeug aufsetzen und drehe hier mal rum, und von daher kann ich jetzt meine Isolierung hier abnehmen. Als nächstes werde ich jetzt hier diese einzelnen Drähte herumlegen und werde diese jetzt hier unten schon mal wegklappen. Und jetzt können wir unsere einzelnen Adern hier aufklappen, und als nächstes kann man jetzt mit unserem Schneidwerkzeug hier unten diese Folie etwas einschneiden, und dadurch kann man diese Folie, unsere Folie hier wunderbar abdrehen. So, das machen wir jetzt mal überall. Und jetzt können wir unsere hier einzelnen Adern aufdrillen. So, legen wir mal beiseite. Mal aufdrillen. So. Und hier sehen wir auch schon bei dem Verlegekabel, dass hier immer die farbigen Kabel nach innen gehen und die weißen immer nach außen. So, unser Kabel können wir jetzt erstmal beiseite legen, und jetzt werden wir uns hier unserem Kabelmanager mal zuwenden, und dieser hat hier oben drauf einen Aufkleber, und diesen werden wir jetzt hier entfernen. Und den klebe ich jetzt mal hier bei mir auf die Arbeitsfläche und drehe den Kabelmanager herum. Und als nächstes sehen wir jetzt hier unsere Farbgebung, wie wir diese jetzt anschließen müssen. So, als nächstes kann ich jetzt hier meine Kabel etwas dementsprechend einkürzen, dass wir hier quasi eine aufsteigende Kabelenden haben. Das erleichtert uns hier mit der Einführung. Und jetzt können wir dementsprechend, wie hier abgebildet, unsere Kabel hier einführen. So, und das machen wir jetzt mal hier. Tun wir hier unten grün, weiß. Und hier unten weiß, orange. So, das können wir jetzt hier einschieben. Sehen wir, funktioniert sehr gut. Und jetzt als nächstes können wir hier oben hier unsere weiteren Kabel aufsetzen, quasi. Und die drücken wir jetzt hier einfach nur auf. Geht mit dem Fingernagel ganz gut. Zack. Und zack. Und blau jetzt dran hier. So. Funktioniert einmal frei, und natürlich jetzt hier das Weiße nicht zu vergessen. So, wunderbar. Jetzt haben wir unsere Adern hier aufgelegt,
quasi ohne Werkzeug. Und jetzt nehmen wir unseren Seitenschneider und schneiden hier diese ganzen Geschichten einfach ab. So, wunderbar. Und hier vorne die ganzen Geschichten auch. Und ja auch. Und somit haben wir jetzt unser Kabel schon fast fertiggestellt. So, als nächstes lege ich jetzt noch hier meine Adern. Die verdrehe ich jetzt ein wenig hier. Und lasse diese hier liegen. So, und als nächstes können wir jetzt das Kabel hier nehmen, tun das etwas festhalten und mit der Zange jetzt einfach hier eindrücken. Zack, eingedrückt. So, und jetzt können wir hier ganz entspannt diesen Stecker hier schließen, bis er einrastet. Und jetzt werden wir diese Enden hier noch etwas abschneiden, einkürzen. So. Ja. Na. Die Abschirmung haben wir jetzt eingekürzt und jetzt können wir hier unsere Abdeckung einfach überschieben. So, schieben wir einfach drüber. Und als nächstes nehmen wir jetzt unseren Kabelbinder und den können wir jetzt hier oben einführen. Und er kommt auch hier wieder heraus, ganz einfach. Und den können wir jetzt mal verschließen. So. Ja, einfach mal verschließen die ganze Geschichte. So. Und damit sollte jetzt meine Zugentlastung hier hergestellt sein. So, und damit haben wir jetzt unseren Stecker hier wunderbar angeschlossen. Jetzt können wir unsere Abdeckung hier abnehmen und unseren Stecker einsetzen. So, damit haben wir jetzt unser Verlegekabel wunderbar an diesen Stecker angeschlossen. Ihr habt gesehen, funktioniert einwandfrei und geht auch ganz einfach. Man braucht nicht viel Werkzeuge dazu. Und von daher finde ich eine sehr schöne Sache. Wie schon gesagt, Link unten in der Videobeschreibung zur Firma TS Networks. Und bestellt euch so ein Teil, wenn euch das gefällt hier und ihr seid auf der sicheren Seite. Und vor allem, was das Schöne ist an diesem Stecker, wenn man ihn in eine Netzwerkdose einführt, hat man hier nicht wie bei normalen Patchkabel immer solche Kunststoffabdeckungen, die dann immer wegbrechen. Und hier kann man einfach in die Netzwerkdose den Stecker einschieben. Und wenn man ihn herausziehen möchte, drückt man einfach hier vorne drauf auf die Kunststoffabdeckung und sie bricht uns hier nicht weg. Und dieser Stecker ist ausgelegt für mehrmaliges Einsetzen und Lösen. Und von daher finde ich es eine sehr gute Sache. So, damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mal aufzeigen, wie einfach so eine Montage vonstatten geht. Wie schon gesagt, Link unten in der Videobeschreibung könnt ihr nochmal reinschauen, wo ihr euch den bestellen könnt. Und wenn das Video euch gefallen hat, zeigt mir es bitte mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr immer noch keine Abonnenten meines Kanals seid, könnt ihr das jetzt nachholen hier. Und dann auch bitte die Glocke aktivieren, damit ihr bei neuen Videos immer wieder informiert werdet. Wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Jörg erklärt's.